du hast manchmal das Gefühl, als wenn du nur hin und zurück fährst und einmal im Kreis fährst. Und so groß ist das Land doch gar nicht. Schönen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miller und Tour. Ja, wie gesagt, wir haben schon Dienstag, habt ihr auch gesehen. Und wir haben jetzt genau 5:30. Die Sonne geht auf. Nein, doch. Oh. Ja, wir haben gestern die Bananen abgeladen, gestern Morgen. Und dann bin ich nach Uldum gefahren. Das ist 70 Kilometer hinter Weile. Und da habe ich bei Jöst geladen, ehemals dänisches Bettenlager, für 2 Konten für Holland. Da sind wir jetzt hin auf dem Weg. Wir haben jetzt noch 4,27 bis zum ersten Konten. Und dann fahren wir nach Assens. Der erste Konten ist Staatskanal heißt das. Und der zweite Konten ist, wie gesagt, in Assen. Da geht der Rest runter, 17 Paletten. Ja, keine Ahnung, ob da noch loser Kran zwischen ist. Auf jeden Fall habe ich insgesamt 19 Paletten drauf. Auf, ja, was sind das? Gute 12 Lademeter. Ja, ich denke mal, die sind ein bisschen länger, die Paletten irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich das wohl mit Bühne abladen. Naja, wie war euer Wochenende? Ja, wir haben ein schönes Wochenende gehabt. Sonntag haben wir das erste Mal gegrillt. Sehr, sehr schön. Wetter war ja gut, war zwar ein bisschen windig, aber wir haben uns auch oben hingesetzt, nicht unten. Weil bei uns im Garten, da krabbelt so viel Ameisen rum und ich habe keinen Bock, dass mir die ganzen Ameisen da im Essen rumkrebsen und die Beine rumkrabbeln und nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Deswegen haben wir das nachher mit nach oben genommen, haben oben gegrillt, haben uns noch Kräuterbaguette dazu gemacht und dann hat meine Frau Kartoffelsalat selber gemacht, nach einem Rezept von ihrer Arbeitskollegin. Die macht das da wohl bei Edeka irgendwie mit Dressing. Und sehr geil, absolut sehr geil. Schnell gemacht, wirklich sehr schnell gemacht. Ja, wo wir gerade bei Rezepte und so sind. Ja, Marc ohne D, der hatte mich angeklingelt und ich hatte ihm das Rezept rübergeschickt mit der Metaxa Gyros da. Gyros Metaxa. Und er hat das auch zu Hause gemacht. Er sagt, sowas von geil, lecker. Also er war voll begeistert davon. Also wie gesagt, wenn ihr mal Rezepte haben wollt, kann ich euch den Link unten in die Infobox mit reinpacken. Müsst ihr mir nur in die Kommentare schreiben. Und dann stelle ich das da rein. Lohnt sich auf jeden Fall mal zu machen, wer gerne Gyros Metaxa isst oder so, wer gerne mal zum Griechen geht. Das schmeckt fast wie beim Griechen, wirklich richtig, richtig geil. Man muss sich nur ans Rezept halten, dann geht das. Ja, und dann schmeckt das richtig gut. So, jetzt haben wir genug vom Essen geredet. Kriegt ja wieder Hunger. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Weg nach Holland. Haben jetzt noch 4,24 bis dahin.
Und ja, gestern, wie gesagt, fünf Stunden hat das gedauert, bis mein Trailer fertig war. Ich war um 11:45 bin ich da gewesen, sogar noch mehr. 17 Uhr konnte ich dann endlich an die Rampe fahren, aufsatteln. Ja, man stellt den Trailer ja mal an der Rampe ab und fährt dann wieder raus. Dann ist da so ein Sandparkplatz, da kannst du dich dann solo hinstellen. Es hieß das, zwischen 14 und 15 Uhr soll er fertig sein. Dann bin ich runtergegangen zum Büro. Oh, das dauert noch 2 Stunden weiter. Ja, ich habe gedacht, naja gut, dann fährst mal so gegen 17 Uhr runter und dann fragst doch mal nach. Ja, ist jetzt fertig. Na, das ist ja schön. Papiere waren hinten drauf. Dann habe ich nochmal CMR für die beiden Konten ausgefüllt und ja, dann schauen wir mal, wie wir den Kram da herunterkriegen. Ich habe die Tour schon lange nicht mehr gefahren. Also ich glaube, die ist schon so lange nicht mehr gefahren, da habe ich noch nicht mal Video gemacht. Und ich schau mal. So, wir sind fertig in Assen. Wir sind leer und jetzt geht das nach Terneuzen. Pappeladen. Ja, das wird von der Fahrzeit her eine enge Kiste, aber Chef will ja, dass ich heute noch lade. Ja, also heißt, sollte ich rüberkommen und ich habe wieder eine Auslesung, dann sind die 30 Euro definitiv Chef seine Sache und nicht meine. Ne? So sieht das aus. So, das lassen wir hier rüber. Dann darf Chef das bezahlen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man so disponieren kann. Ne, ich meine, man rechnet doch die Kilometer aus, die man fährt. So, und wenn man in Assen ist, dann kann man doch sehen, so und so viel Kilometer oder so viel Fahrzeit hat der Fahrer schon auf der Uhr. Ne, dann kann ich ihn doch nicht noch irgendwo hinschicken, wo er von der Fahrzeit her gar nicht hinkommt. Wo es gar nicht passt. Und das ist das, was ich immer nicht begreife. Ne? Aber das werde ich mir aufschreiben und wenn ich wieder Kontrolle habe und das sollte wirklich an dem sein, denn bezahlt er diese 30 Euro definitiv. Ne? Und dann muss ich mal gucken, ob ich denn in Terneuzen da auf dem Parkplatz stehen bleiben kann über Nacht. Das weiß ich nicht, ob man da parken kann, weil der Park fahre ich nämlich da wieder rauf. Und
bleibt da stehen. Dass sie nachher nicht noch mehr rüberkommen, ne? Weil ich komme mit Sicherheit rüber, kann ich mir gut vorstellen. Naja, jetzt muss das Navi sich erstmal ein bisschen einfriemeln. Ne, vielleicht komme ich ja auch noch ein bisschen runter. Und dann sehen wir mal weiter. Jetzt fahren wir erstmal auf die Autobahn. Ne? Ja, richtig geiles Wetter hier. 26,5 Grad zeigt er gerade an. Haben wir gerade erstmal andere Klamotten angezogen, kurze Hose, andere Shirt habe ich mir angezogen. Ja, das ist wieder so ein Tag, an dem denn mal wieder eine Dusche irgendwo fehlt, wo man nicht duschen kann. Ich weiß nicht, ob man da in Terneuzen duschen kann, keine Ahnung. Naja, normalerweise ist ja auch, ich mache mal Fenster hoch, normalerweise ist ja auch nur bis 17 Uhr Laden. Ne? So, und ich komme nach 5:30 da an, also ich bin sowieso dann schon über eine halbe Stunde rüber. Ist die Frage, ob ich nach 17 Uhr dann beladen werde. Wenn nämlich nicht, dann brauche ich da gar nicht erst hinfahren, dann kann ich mir das nämlich sparen. Ne? Aber ich glaube, ich werde Chef gleich nochmal anrufen da oder meinen Disponenten, der soll das abklären, ob ich heute noch Ladung kriege oder nicht. Ne? Ich würde mich auf jeden Fall nachher melden, wenn ich Feierabend habe. Und bis später. So, na Ben, da bin ich nochmal. Wir haben kurz nach 19 Uhr. Ja, ich stehe jetzt an der Rampe in Terneuzen. Ich werde gerade beladen und dann fahre ich gleich wieder raus, da auf dem Parkplatz, wo man sich anmeldet, wo man steht, um sich anzumelden. Da kann ich meine Pause machen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich 9 Stunden mache oder ob ich 11 Stunden mache. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf eine 9er, weil ich brauche nach Witzwort 735 Kilometer, zeigt er mal an, genau 9 Stunden. So, das wird sich morgen, wenn morgen früh wird sich das wieder ändern, da komme ich mit 9 Stunden gar nicht hin. Ich war immer der Meinung, ich war hier über 10 Stunden, wenn ich von hier losgefahren bin. Ja. Genau. Auf jeden Fall hat mein Chef geschrieben, die warten morgen auf mich. Ich weiß, dass die nur bis um 15 Uhr Warnannahme haben. Bis 15 Uhr war das, glaube ich, ja. Und ob ich das bis 15 Uhr schaffe, das weiß ich nicht. Da bin ich schon gezwungen, wieder eine 9er zu machen, damit ich vor 15 Uhr da ankomme. Da bin ich schon gezwungen, eigentlich eine 9er zu machen. Das ist immer das, was ich hasse, ne? Dass man seine Pausen eigentlich gar nicht selber einteilen kann, obwohl das laut Gesetz vorgeschrieben ist, dass du als Fahrer deine Pausen selber einteilst. Da werden die Touren dann wieder so gelegt, dass du eine 9er machen musst, um vor 15 Uhr da zu sein. Aber er hat auch geschrieben, die warten. Aber wenn ich nachher eine 11er mache, dann sag mal, wieso hast du eine 11er gemacht? Kenne ich doch schon. Naja, dann werde ich wahrscheinlich eine 9er machen. Das heißt, 19 Uhr. So, wenn die gleich fertig sind auf dem Parkplatz, dann ab dann zählt ja eigentlich die Pause erst. Ja, so ist das. Dann kann ich auch erst um 4 oder so losfahren, 3:30, 4:00. So ungefähr wie heute Morgen. Na, naja, was soll's. Ich bin froh, wenn ich Feierabend habe und der Tag vorbei ist. Morgen dann nur noch nach Witzwort hochfahren, die Pappe abladen, dann kann ich schon wieder zum Auto hochfahren, dann wieder Feierabend gehen und dann Donnerstagmorgen wahrscheinlich wieder laden oder abends laden. Vielleicht darf ich auch abends wieder laden oder so. Und dann mal gucken, wo die mich hinschicken. Ob ich nach Dortmund darf. Keine Ahnung. Hauptsache, ich bin Freitag zu Hause. Wir lassen uns mal überraschen. Ja. Das wäre eine ganz komische Woche, glaube ich.
war aber auch warm heute. 28 Grad haben wir gehabt. Das war richtig gut warm. Und da denkst du so, wenn du dann von Assens hierher fährst, ne, dann hast du echt das Gefühl, das nimmt kein Ende, die Strecke. Ne? Das nimmt einfach kein Ende. Ne? Ey, du fährst hier einmal quer durchs Land, ne? Da da keinen anderen Weg gibt, dass man einen kürzeren Weg hat, einmal so quer durch oder so. Ey, du hast manchmal das Gefühl, als wenn du nur hin und zurück fährst und einmal im Kreis fährst. Und so groß ist das Land doch gar nicht. Ne? Aber du brauchst hier über 4 Stunden her. Unbegreiflich. Würde ich sagen, hören wir morgen wieder, wenn ich Feierabend habe in Witzwort. Dann denke ich mal, werde ich morgen die Kommentare beantworten. Diesmal sind es nicht so viele wie letzte Woche, aber es macht auch nichts. Jetzt sind die meisten sicherlich von euch auch draußen und genießen das schöne Wetter. Ne? Also alles gut. Das ist immer so in der Sommerzeit, dann werden die Aufrufe weniger und die Kommentare weniger, weil die Leute einfach draußen sind und das Wetter genießen, und das solltet ihr ja auch machen. Ne? Wir sind am Wochenende auch wieder draußen, wenn wir wieder schönes Wetter haben, dann schmeißen wir wahrscheinlich auch wieder den Grill an. Und wenn wir nachher Anfang Juni da unseren Urlaub haben, die eine Woche, dann werden wir auch draußen grillen. Will man ja auch nicht die ganze Zeit an der Hütte hängen. Erstmal froh, wenn man wieder raus kann. Endlich mal ohne Regen, ein bisschen wärmer, und dann ist das auch schön, wenn man wieder draußen ist. Ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir morgen die Kommentare und Donnerstag, Freitag, was dann auch so abgeht da, für wen ich wieder laden darf, wo die mich hinschicken. Ich bin ja mal gespannt. Wir schauen mal. Ich würde sagen, bis morgen. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen. Wir haben Mittwoch und es ist 4:08. Ich habe Feierabend seit kurz nach 3. Ja, ich bin hier Elsdorf, Rosis Autohof, habe ich mich hingestellt und war gerade schnell mal duschen. Da ist die Kamera. Ich muss, ja, das ist, und es geht schon wieder los. Ja, ich war eben duschen und ich will euch kurz erzählen, bevor das mit den Kommentaren heute losgeht, wie der Tag heute gelaufen ist. Ihr wisst ja, ich habe gestern in Terneuzen geladen, 33 Paletten mit Kartonage, und so, da das ja alles ein wenig knapp von der Zeit gewesen ist und auch heute gewesen worden wäre, hat mein dänischer Disponent Carsten sich was einfallen lassen. Ich bin jetzt Harburger Berge gefahren, Süd. Ich musste praktisch jetzt einmal von der 1 über die 39 zu 7 hin, dann einmal Marmsdorf runterfahren, oben über die A7 wieder rüberfahren und dann wieder Richtung Hannover. Und habe mich dann Harburger Berge Richtung Süden, habe den Trailer da abgestellt. Neben mir stand dann der Trailer, den ich jetzt da habe. Da ist Leergut drauf, ein Blumencontainer. Und Potte 48 ist das, glaube ich. Der soll jetzt mit meinem Trailer, denke ich mal, dass der jetzt da ist, die Kartonage abladen. Und dann soll er heute Abend laden, Milch für Krefeld, Netto Krefeld. So, und dann soll er hierher fahren, mir den Trailer hier abstellen, und wenn ich meine 9 Stunden Pause fertig habe, dann hoffe ich, dass der auch schon hier ist. Und dann wird aufgesattelt. Dann löse ich mein Ticket noch ein, nehme noch ein paar Brötchen mit. Und dann geht das ab Richtung Krefeld. Aktuell zeigt das Navi mir 4 Stunden 55 an bei 339 Kilometer. Aber ich denke mal, Bremen war vorhin richtig viel Stau. Da haben sie noch eine Tagesbaustelle irgendwie eingerichtet. Und ich glaube, da war sogar noch ein Unfall. Wenn mich nicht alles täuscht, wie ich das gesehen habe. Auf jeden Fall war da bis Bremen, das hat sich bis Bremen gestaut. Und wenn ich heute Nacht losfahre, dann ist ja wieder alles frei. Hoffe ich zumindest.
Und dann sollte das Navi eigentlich auch mindestens eine halbe Stunde noch runtergehen. Also bei 320, man rechnet ja immer 80 pro Stunde, 80 Kilometer pro Stunde. So, bei 320 wäre ich bei 4 Stunden, bei Tempo 80. Und da wir ja immer ein bisschen schneller fahren als 80, sollte ich eigentlich mit 4 Stunden auch nach Krefeld hinkommen. So, ich bin dann lieber ein bisschen früher da, weil ich habe Zeitfenster zwischen 6:45 und 7 Uhr. Und man soll ja immer eine Viertelstunde früher da sein, um sich anzumelden. Ich hoffe, das klappt alles. Und dann wisst ihr auch, was aktuell Sache ist. Dann heißt das morgen früh bei Netto Milch abladen. 29 Paletten, denke ich mal. Und was danach passiert, keine Ahnung. Wir werden sehen, wo ich denn laden darf. Ich habe noch keine Info gekriegt. So. Dann wollen wir mal mit euren Kommentaren anfangen. Ich habe jetzt schon mal die jetzt so noch reingekommen sind von älteren Videos, die habe ich schon beantwortet. Ich will ja immer auf das aktuelle Video eingehen. Sind ein paar Kommentare weniger, aber nicht so schlimm. Das Video hat auch dieses Mal nicht die Aufrufe wie das Video davor. Aber das ist nicht so schlimm. Ne? Ich meine, das Wetter ist auch assrein draußen. Wir haben 26,5 Grad. Und ne, was will man denn in der Hütte rumhängen und Video gucken? Dann geht man natürlich raus, schmeißt einen Grill an, trinkt ein Bierchen und so. Ne? So, dann will ich mal mit dem ersten Kommentar anfangen. Der steht ganz oben. Der ist von Kippenkerl, mit dem ich auch oft über WhatsApp kommuniziere. Moin! Das hat doch nichts mit Schlechtreden zu tun. Wer Geschichten sehen will, dem empfehle ich Auf Achse oder Asphalt Cowboys oder Trucker Babes. Wer YouTube guckt, egal welchen Kanal, der sieht die Realität. So schaut's aus. Ja, Keeper, da kann ich dir eigentlich nichts gegen sprechen. Da hast du wohl recht. Also wenn ich guck die selber nicht. Ich habe mal ein, zwei Folgen geguckt und weiß ich nicht. Also ich habe auch schon so viel gehört, ne, dass denn da einer von diesen Fernsehen-Heinis da an die Rampe fahren sollte. Dann haben sie da Kameras aufgebaut und voll die Action da gemacht. Und dann kam wohl der Firmenchef da an und sagte, hier erstmal Kameras einpacken. Hier wird nicht gefilmt oder so. Da möchte ich auch nie im Leben mitwirken. Ganz ehrlich, da brauche ich nicht. Ich brauche nicht so einen Rummel. Ne? Und ich bin nicht, wenn ich im Fernsehen bin, ein besserer Trucker. Ne? Ein guter Trucker zeichnet sich dadurch aus, dass er unfallfrei fährt, dass er vernünftig fährt und dass er sich auch an die Verkehrsregeln hält und nicht auf der Mittelspur an den anderen vorbeizieht, um sie vorne wieder reinzudrängeln. Das sind für mich auch keine Kollegen, habe ich heute auch wieder so oft. Und die Polizei steht an der Seite und guckt zu. Was soll man dazu sagen? Also da hat Kiepe schon ganz recht. Ne, wer Geschichten hören will, wie das Truckerleben ist, ne, dann guckt euch Auf Achse, Asphalt Cowboys oder Trucker Babes an. Ne? Nee. Das stimmt. Also wie gesagt, ich erzähle euch keinen Scheiß und ich erzähle, wie das Leben ist, wie ich das empfinde. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und das ist einfach so. So, dann haben wir die Kirsten Lindemann. So, schönes Video wie immer. In puncto Toiletten habe ich mein Campingklo im Truck. Dann bin ich auch nicht darauf angewiesen, auf die öffentlichen Toiletten, auf die öffentlichen Toiletten zu gehen. Ist praktisch. Gute Fahrt, lass dich nicht ärgern. Grüße aus Bremen. Ja, liebe Grüße zurück, liebe Kerstin. Ja, so ein Campingklo, das habe ich auch schon öfter mal so gehört, dass der ein oder andere sowas mit hat. Ich muss mal gucken, was sowas kostet und eventuell, wenn das jetzt noch schlimmer wird mit diesen ganzen Toiletten, also es gibt ganz wenige. Also hier in Elsdorf, hier bei Rosis, da war ich ja gerade duschen, da ist auch eine Toilette drin, auch grundsätzlich die anderen Toiletten. Immer picobello, sauber hier. Also man kann da wirklich nicht meckern. Grundbergsee ist eigentlich auch immer sehr, sehr sauber. Und die sind sauberer als diese Sanifair-Toiletten. Ne? Sanifair, die sind teilweise so kaputt, die sind, ich weiß nicht.
ne, es gibt immer noch genug Schweine, die können die Bürste einfach nicht benutzen. Die denken, die ist zum Zähneputzen oder zum Haarekämmen oder so. Ne, die kommen damit nicht ins Klo rein und können mal ihren Rest da wegbürsten. Ich meine, dafür ist eine Bürste da. Ne? So. Und wie die teilweise aussehen, also wie gesagt, hier, das ist wirklich alles picobello sauber. Ne? Und das Einzige, was nervt bei der Dusche, dass du immer öfter auf den Knopf drücken musst, weil die ist dann, glaube ich, irgendwie nur 20 Sekunden oder 30 Sekunden an und dann geht das Wasser aus. Aber das stört ja nicht. Ich habe ja nichts auf dem Kopf, wo ich großartig jetzt Shampoo brauche oder so. Ich brauche zwar ein bisschen, aber denn, damit reibe ich mich dann auch komplett überall ein und dann ist gut, ne, mit diesem Duschzeug da 3 in 1. Und denn ich brauche nicht so viel, also ist egal, dann wird da ein paar Mal raufgedrückt und dann geht das schon mit dem Wasser. Ne? Aber hier ist auf jeden Fall sehr sauber, also hier brauche ich kein Campingklo, aber vielleicht besorge ich mir auch noch mal eins. Mal gucken, ein paar Jahre bin ich ja noch unterwegs. So, gibt natürlich auch ein Herz und einen Daumen nach oben. Dann haben wir den Jens Helbig. Servus Mille, wieder eine klasse Folge zum Thema Parkplätze. Das ist so eine Sache für sich. Wenn man nicht schon um 3 anfängt mit Suchen, hat man auf deutschen Raststätten kaum noch Möglichkeiten, einen freien Platz zu finden. Wenn man aber zu 90% immer die gleichen Kunden hat, weiß man ja, wo noch was frei ist. Liebe Grüße aus dem Chiemgau. Ja, erstmal liebe Grüße zurück, lieber Jens. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also ist bei uns ja auch so, wir haben ja überwiegend immer die gleichen Kunden netto, also mein Navi hat die Straße gleich gefunden, also gehe ich davon aus, dass ich da schon mal gewesen bin. Und ansonsten hat man wirklich oft die gleichen Kunden und man kennt seine Tour und man weiß nachher auch so um und bei, das ist bei Sascha ja genau das gleiche, wenn der sein Schwandorf da fährt und Fedelbach, ne, dann weiß er auch um und bei, so da und da komme ich ungefähr hin, da kann ich Feierabend machen. Ne, so, er hat jetzt auch das Glück, dass die Firma auch das mit diesen Krawack-Parkplätzen da, mit dieser App, dass die Firma das bezahlt. Das wird bei uns nicht in Frage kommen, dass mein Chef irgendwie Kosten übernimmt für Parkplätze oder Autohöfe. Sonst würde ich das auch nutzen, aber da brauche ich meinen Chef gar nicht fragen. Das ist so ein Sparfuchs, das ist so ein Geizhals. Ich kann da froh sein, wenn ich mal irgendwann neue Reifen auf der Antriebsachse kriege, dann kann ich in den Kreis springen und mich freuen. Ne? Aber es ist wirklich so, also wenn man weiß, wo man ungefähr landet und rechtzeitig da ist, dann passt das. Und man hat so seine festen Parkplätze, doch, es ist so, man hat so seine festen Plätze, wo man gerne parkt. Ich bin ja kein Freund von Autohöfen und so, aber hier bei Rosis, hier stehe ich immer wieder gerne und hier bezahle ich auch gerne 15 Euro, weil ich dafür morgens einen Kaffee und meine 3-4 Brötchen kriege und dann ist der Tag eigentlich schon gerettet. Ne? So, ich habe den ganzen Tag was zu fordern, da komme ich den ganzen Tag mit aus und mit den Brötchen. Und Kaffee mache ich mir ja so oder so hier über die Kaffeemaschine. Ne? Aber hier stehst du auch ruhig, du hörst von der Autobahn so gut wie nichts, je nachdem wie du stehst. Und du findest hier immer einen Platz, du findest hier wirklich immer einen Platz, egal um welche Uhrzeit du kommst. Hier ist immer irgendwo noch 1-2 Streifen frei. Also ich habe das noch nie gehabt, wenn ich hier spät angekommen bin, dass ich hier nichts mehr gekriegt habe. Ich habe immer einen Platz gekriegt. Ne? Also auch nette Bedienung da und wirklich alles schico, sauber und so. Da wird auch richtig gut geputzt immer. Ne? Das ist schon richtig geil hier. Ja, dann haben wir den Schwedenmann. Hallo Mille, wieder ein super geniales und informatives Video. Das mit dem Fahr- und Arbeitszeiten ist immer hochinteressant. Du bist mit Abstand der beste LKW-YouTuber überhaupt. Oha, danke. Ich freue mich immer auf neuen Content. Danke dir, Gruß Matthias. Ja, liebe Grüße zurück. Du kriegst natürlich auch ein Herz und einen Daumen nach oben. Ne, kriegt ihr alle von mir. Der Schranzbeat, Carsten. Moin Mille, alles zum Blitzgemüse-Sendtag. Was? Nee, Quatsch, Hochzeitstag, meint er. Verrückter Mongo! Ja, was ist da denn für ein Wort, Alter? Das ist ja voll der Zungenbrecher.
Ja, mit der Schlaferei habe ich auch oft meine Probleme, aber das geht wohl jedem so. Stopp, bloß kein Bargeld per Post versenden. Grüße aus dem Osten. Nein, nein, nein. Das mache ich auch nicht. Das war jetzt auch nur mal, falls der Versand halt günstiger sein sollte. Ich kann auch das in Briefmarken da reinpacken oder so. Ne, aber wie gesagt, also meistens macht das meine Frau, die das wegbringt. Und dann ist gut, weil ich mache das dann meistens freitags fertig. Meine Frau ist ja sowieso meistens samstags arbeiten. Und bei denen im Laden ist eine Post drin, dann nimmt sie den Brief mit und gibt das dann da ab. Und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. Ja, auch Daumen und Herz gemacht. Dann haben wir den Zampi. Tag Mille, vielleicht hast du auch eine Schleimbeutelentzündung am Auge, kennst du? Ja, ja, kenne ich, schon oft gehört. Glückwunsch nachträglich zum Hochzeitstag und Grüße an Frauchen. Danke, danke. Bekommst du jeden Morgen neue Instruktionen vom Dispo-Mann? Eigentlich brauchst du die doch nicht. Klare Worte, was solchen... Moment, muss aufmachen. Was sollen solche Kommentare? Nichts mit lauer Job und schlecht reden. Mehr Verantwortung über andere Menschen geht doch kaum. Probleme gibt's in jedem Job. Klasse Musik, interessante Folge für uns alle. Wünsche dir eine gute Woche. Was der bemüde zum Schluss. Der Krüppel grüßt. Ja, lieben Gruß zurück ins Münsterland, mein Lieber. Ja, da war ich, an dem Tag war ich auch echt im Arsch. Da Hamburg, ich war ja über 24 Stunden hoch. Das war schon nicht ohne. Ja. So, dann haben wir den Richard Wojcik. Moin Moin Mille, alles Gute zum 7. Hochzeitstag. Wie immer ein super Video, mach weiter so. Liebe Grüße, Richard. Liebe Grüße zurück und vielen, vielen Dank. Ja, war ein schöner Hochzeitstag auf jeden Fall. War sehr, sehr schön. Oh, Iris? Hey, gar nicht so langer Text. Letztes Video war länger. Dann haben wir die Iris. Genau. Machen wir auch schon mal Herz und Daumen. Richard hat natürlich auch gekriegt. Moin Mille, du solltest vielleicht montags frei machen. Dafür samstags fahren. Nee, ich fahre doch nicht samstags. Muss ich sowieso ab und zu mal. Passiert ja ab und zu mal. Wieder ein tolles Video. Danke dafür. Wünsche euch noch weitere 70 Jahre. Glückliche Tage zu zweit. Gute Fahrt und eine schöne Woche euch. Grüße an Mareike. Ha, jetzt weiß ich auch, welches Gesicht hinter Zampi versteckt. Sich hinter Zampi versteckt. Grüße auch an dich, Zampi. Mille, das Lachen steht dir. Ja, danke schön. Meine Frau liebt das auch. Ja, auf jeden Fall. Ja, der wisst ja, wie Zampi aussieht. Ja, genau. Ich habe ja schon mal ein Foto von ihm gekriegt. Hatte ich auch schon mal gepostet oder ins Video gepackt, wo er T-Shirt und eine Mütze bei mir geholt hat. Mit Mütze. Die will ich mir auch noch holen, obwohl wir jetzt warme Tage kriegen. Aber im Kühlhaus kann man noch ganz gut mal eine aufsetzen. Also ich muss mir die auch noch mal holen. Ich komme da bloß nicht zu irgendwie. Dann haben wir den Michael Wildhagen. Super, wie immer. Ja, vielen, vielen Dank, Micha. Liebe Grüße nach Lübeck. Dann haben wir den Erik Mille von mir. Auch alles Gute zum Hochzeitstag. Und wieder ein Top-Video. Gruß, Erik. Vielen, vielen Dank, Erik. Liebe Grüße zurück. Auch für dich ein Herz und ein Däumchen. Kelvin. Ja, Mahlzeit Mille, das war mal wieder ein sehr tolles und erfolgreiches Video. Hat mich auch diesmal wieder sehr gefreut, dass du auch an Christi Himmelfahrt nicht draußen stehen musstest, wie am 1. Mai. Das ist auch mal schön. Warst du zu Hause mit deiner Frau? So soll es sein. Ansonsten noch einen schönen sonnigen Restsonntag gewünscht. Und starte morgen gut in die neue Woche. Ja, ich bin gut gestartet und der Sonntag war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ja noch gegrillt und das war schon wirklich richtig gut. So, ich glaube, ich bin fast durch. Auf jeden Fall liebe Grüße auch an dich. Der Detlef, moin Mille, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Video war wieder sehr schön. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Detlef. Dann haben wir Fuhle Kinder. Moin Mille, 7 Jahre verheiratet, das ist schon mal eine Leistung. Ja, ich sag dir das so. Ne, die erste Ehe hat nicht so lange gehalten.
ne? Die hat nur 4 Jahre gehalten und davon war noch ein Jahr das Trennungsjahr, also 3 eigentlich. Ne? Ne, ich bin auch glücklich mit meinem Frauchen und so soll das auch sein. Ne? So, dann haben wir den JP. Ahoi Mille, herzlichen Glückwunsch nachträglich zu eurem Hochzeitstag. Sehr schönes Video, vielen Dank dafür. Wünsche dir und deiner Frau einen schönen Rest Sonntag. Liebe Grüße von JP. Ja, auch Herzchen, Däumchen. Ja, vielen lieben Dank, JP. Dir auch liebe Grüße zurück nach Ecktown. Ne? Und ja, wir sind gleich durch. Die letzten 3 und dann haben wir es auch. Dann sind wir auch schon wieder bei 24 Minuten. Doch schon wieder so lang, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, aber man hat dann doch immer wieder was zu erzählen und dann ist das so, ne? Naja. Aber dafür haben wir den Motor auch weggelassen, glaube ich. Plaste, ja, das ist hier Chris Bablu. Ich würde sagen, einfach Chris. Moin, Chris. Moin, Mille. Und Glück auf aus dem Pott. Klasse Video wie immer. Na, hast du ja mal Glück gehabt mit deiner Woche. Auch wenn der Hafen mal wieder für eine extra Pause gesorgt hat. Wünsche dir noch einen schönen Sonntag mit deiner Liebsten. Man muss bei dem Job schon echt Bock drauf haben. Egal ob Nah- oder Fernverkehr. Man sollte sich auf jeden Fall nicht im Moment für alle Bereiche Lkw-Fahrer... Zum Glück werden ja im Moment für alle Bereiche Lkw-Fahrer gesucht, das stimmt, ja. Ich habe vor 2 Jahren die Umschulung gemacht und es bis heute nicht bereut. War in der Zeit bereits in der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande, Dänemark, Schweden, Norwegen und natürlich kreuz und quer durch Deutschland unterwegs. Hoffe, dich mal unterwegs auf einen Kaffee zu treffen. Gruß, Chris. Ja, das wäre schön, Chris, wenn wir uns mal unterwegs irgendwo treffen. Auf jeden Fall mal ein Käffchen. Dafür sollte man immer Zeit haben. Wenn man nicht gerade Termindruck hat, dann habe ich eigentlich auch Zeit dafür. Ja, aber ne, da könnt ihr mal sehen. Ja, selbst Chris hat vor kurzem erst Umschulung gemacht und man muss auch wirklich echt Bock drauf haben. Das ist genauso, wenn du Musik machen willst, da musst du irgendwo auch schon ein bisschen das Feeling für haben. Ne? Du musst Rhythmusgefühl haben. Ne? So, man kann sich nicht einfach hinsetzen und sagen, so, ich mache jetzt Musik und irgendwie kommt das schon und passiert das schon. Ne? Ich bin ja früher mit, oh, wie alt war ich denn? 10, 11 war ich, glaube ich. Da bin ich, wenn ihr noch diese Persiltrommeln kennt, diese großen roten Persiltrommeln, diese, was sind das, was waren das für Dinger, 10 Kilo oder so, 10 Kilo, diese von Persil und so, darf ich das sagen, jo. Darauf habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen. Ich habe mir da so ein paar Dinger hingestellt, habe mir ein paar Sticks gekauft, habe dann irgendwann mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten mal so ein kleines Kinderschlagzeug für 50 Euro gekriegt. Das war komplett aus Plastik. Die Fälle, das war alles aus Plastik, das hat auch nicht lange gehalten. Aber ich bin so angefangen, habe dann irgendwelche Mucke angemacht. So, damals hat man dann halt das gehört, was damals in den 70ern, Anfang 80ern drin war, Mode war. Ne, das hat man dann so ein bisschen da rumgetrommelt. Und irgendwann habe ich dann zur Konfirmation mein richtiges Schlagzeug gekriegt von meinen Eltern. Und ja, und das habe ich nachher ausgebaut und nachher waren es insgesamt 33 Jahre, wo ich Schlagzeug gespielt habe in verschiedenen Rockbands und Oldie-Bands habe ich zum Schluss noch gespielt. Und ja, und das ist mit dem Lkw-Fahren genau das Gleiche. Da musst du irgendwo so, man sagt immer, für geboren sein. Da musst du richtig Bock drauf haben. Und ich sage ja, ich fahre gerne Lkw und, ne, so, und wer das nur so macht, um auf dem Bock zu sitzen und sich da weiter gar nicht mit beschäftigt, ne, da muss man schon richtig Bock drauf haben. Ne, so, und ich sag ja, Lkw fahren ist kein Zuckerschlecken. Das ist ein harter Job, auch wenn man viel fährt und unterwegs ist und so. Aber wenn du selber mal unterwegs bist und dich mit Autofahrern ärgern musst, mit anderen Lkw-Fahrern ärgern musst, mit Staus dich ärgern musst, ne, mit Baustellen und. Ne, du hast so viele Sachen, wo man sich rüber ärgert und ne, das flacht nachher aber langsam ab. So, ne? Ich meine, gut, Staus und so hat keiner Bock drauf. So, ne? Gerade wenn man keine Zeit hat, wenn einem die Zeit wegläuft, dann ist das besonders schlimm. Aber ansonsten fängt man an, mit der Zeit damit zu leben. Ne? So aufregen bringt sowieso nichts, kommt es auch nicht schneller voran. Also, ne? das sind Sachen, da muss man wirklich, wie gesagt, Bock drauf haben.
So, den Jürgen Treinert haben wir noch. Moin Mille, schönen Sonntag und eine stressfreie Woche wünsche ich dir. Ja, vielen Dank, lieber Jürgen. Das wünsche ich dir auch, eine schöne Woche. Und dann haben wir den Ralle zum Schluss. So, ein Kaffee und Mille schauen. Euch beiden einen schönen Sonntag. Ja, dieser Kaffee ist immer gut und Mille gucken. Genau. So sehe ich das auch. Das ist immer gut. Ja, dir auch einen schönen Sonntag oder auch eine schöne Woche, lieber Ralle. Ja, das soll es gewesen sein. Wir haben jetzt 29 Minuten auf der Uhr. Ist zwar wieder länger geworden, aber was willst du machen? Ich habe ja gesagt, ich lasse keinen aus. Ich lese jeden vor. Und wenn man zwischendurch noch ein bisschen was zu erklären hat oder zu sagen hat, dann ist so eine halbe Stunde gar nichts. Ne? Das ist schon der Hammer. Aber ich habe ja auch noch 3-4 Minuten, habe ich ja auch noch erzählt, was ich heute gemacht habe. Ja, dann bedanke ich mich bei jedem von euch für die tollen Kommentare. Schreibt immer fleißig weiter, immer schön die Däumchen. Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, und die Kommentare natürlich. Und wie gesagt, wer noch nicht auf den Abo-Button gedrückt hat, auch drauf drücken, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Aber das sage ich ja am Freitag auch nochmal. Ja, ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Wir fahren denn heute Nacht, denke ich mal, sobald der Trailer hier ist. Ich habe keine Ahnung. Ich werde erstmal bei 9 Stunden Pause aufstehen, sodass ich meine 9 Stunden Pause drin habe. Und dann werde ich mal gucken, wo mein Trailer steht. Und dann heißt das aufsatteln. Und dann geht das ab Richtung Krefeld. Und abladen. Und was danach weiter passiert, seht ihr morgen. Ich wünsche euch was. Schönen Mittwochabend und bis morgen. Ciao, ciao. Zu mir drehen. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen wünsche ich euch. Ja, wir haben 10 nach 8. Ich bin leer in Krefeld. Ja, hat alles ganz gut geklappt. Bin heute Nacht um 12:30 bin ich losgefahren und war um 4:15 hier. 5:05 war ich hier bei Netto in Krefeld. Hab mich angemeldet, hab mich an Sadi gestellt. 6:30 konnte ich an die Rampe fahren, hab dann abgeladen. DPL-Schein gekriegt und jetzt fahren wir nach Raunheim zu Greiving in die Seinestraße und laden da wieder Big Bags wahrscheinlich, irgendwie sowas, keine Ahnung, werden wahrscheinlich wieder irgendwie so ein paar Paletten werden, auf jeden Fall wieder gut gewicht und dann heißt das Kasseler Berge zurück. Aber ich habe eh nur noch einen Block und werde so weit fahren, wie es geht, dann mache ich Feierabend, 11 Stunden Pause und dann geht das morgen früh weiter und dann fahre ich nur noch hoch zum Platz und dann ist Wochenende. Genau, genau. Ja, ah, komisches Wetter heute, das ist irgendwie richtig irgendwie schwül. Ganz komische Luft.
17 Grad, aber das ist ja, diesig und ab und zu hat das auch mal ein bisschen geregnet. Ja, ganz komisches Wetter. Ja, ja, so ist das. Und jetzt fahren wir auf die 44. 3 Stunden, 7 Minuten haben wir. Kurz nach 11, so Viertel nach 11, um und bei, je nachdem wie ich durchkomme, werde ich dann in Raunheim ankommen. Ja, das heißt, morgen ist eigentlich nur noch fahren angesagt. Ja, mehr passiert morgen auch nicht, deswegen werde ich wahrscheinlich morgen gar nicht aufnehmen. Aber das überlege ich mir noch. Wir haben ja jetzt auch wieder eine lange Sammeldatei gestern gehabt mit den Kommis, mit den Beantworten der Kommis. Das hat ja auch wieder eine halbe Stunde gedauert und ja, wir wollen die Videos ja auch nicht immer so lange machen. Ne? Die letzten Videos, die sind immer bis an eine Stunde, Stunde, 2 Minuten, Stunde, 4 Minuten und ja. Schauen wir mal. Ich überlege mir das noch, ob ich morgen aufnehme oder nicht. Wie gesagt, morgen ist nur Fahrerei. Da wird nichts mehr passieren. Ne? Ich werde nur noch heute laden, werde noch ein Stück zurückfahren. Und den Rest fahre ich dann morgen früh weiter oder heute Nacht. Und dann sehe ich zu, dass ich auf den Platz komme. Und wenn ich rechtzeitig auf den Platz kommen sollte, versuche ich endlich mal SP zu machen. Ah, ich sehe das schon wieder kommen, das wird wieder nichts. Feierabend, Viertel nach eins, Schloss. Hätte ja zwar noch 24 Minuten lenken können, aber ich weiß jetzt nicht, was als nächstes Parkplatz da, was der nächste Parkplatz ist. Und ich stehe jetzt hier Wetterau an der A5 und ja, ist mir egal. Na, dann kann ich heute Nacht um Viertel nach 12 wieder losfahren. Ich bin auf jeden Fall unter 10 Stunden. Ich habe jetzt noch 9 Stunden 49. Kann auch sein, dass das heute Nacht noch wieder anders aussieht. Ne, wenn jetzt unterwegs noch irgendwo Stau ist und so, dann, dann rechnet mein Navi da irgendwie schon mal immer so ein bisschen ein. Aber wie gesagt, vielleicht reguliert sich das auch noch ein bisschen runter. Ich habe mich jetzt hier hinter die Parkstreifen gestellt, weil hier schon alles dicht ist. Oh Mann, ich könnte nur noch schlafen. Ich bleibe jetzt hier stehen, ne, mache meine 11 Stunden Pause. Heute Nacht, wie gesagt, Viertel nach 12, kurz 10 nach 12 geht es weiter. Dann fahren wir nach Billund zu Lego, laden da die 22 Paletten ab und dann kann ich schon wieder in Pause gehen. 11 Stunden, weil ich das auf jeden Fall nicht nach Hause schaffe, weil dann ist meine Fahrzeit auch wieder runter.
Ich werde wahrscheinlich morgen noch nicht mal mehr zum Laden kommen. Vielleicht soll ich auch leer nach Hause fahren und Dienstagmorgen in Würzburg laden. Keine Ahnung. Aber wir haben ja jetzt auch Montag denn frei, weil ja Pfingsten ist. Deswegen kann man ja jetzt auch auf den Samstag reinkommen. Also pff, egal. Ne? Bloß nicht zu viel frei haben. Ja. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ging schnell. Ich hatte eigentlich erst um 13 Uhr Ladetermin. Aber die haben mich schon um 12:30 war ich fertig. Die haben mich schon früher rangenommen. Ja. War auch gut so. Sonst hätte ich da nämlich stehen bleiben müssen. Und bei denen war auch alles voll geparkt. Da war auch nichts mehr frei. Gar nichts mehr. Und ob ich hätte da stehen bleiben können, weiß ich auch nicht. Deswegen bin ich doch ganz froh, dass ich noch ein paar Meter fahren konnte. Ja, dann werde ich morgen doch noch ein bisschen aufnehmen. Ne? Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns morgen wieder, wenn wir in Dänemark sind, denke ich mal. Ne? Und dann wünsche ich euch was. Bis morgen. Ciao, ciao. Freitagmorgen wünsche ich euch. Ja, wir haben 7 Uhr und wir fahren jetzt gerade nach Hamburg rein. Wir sind jetzt hier Marmsdorf. Marmsdorf. Ja, dann schauen wir mal gleich, ob sich das hier staut. Aber da vorne sehe ich schon Blinklichter. Ja, natürlich staut sich das hier. Habe ich fast mit gerechnet. Das ist ja immer die Zeit, wo sich das hier staut, weil sie alle zur Arbeit fahren. Ja, ja, so ist das, ne? So ist das und nicht anders. Ich bin ja um 11:45 heute Nacht losgefahren von Wetterau und habe schon meine 45er Pause gemacht. Ja, bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Habe ja noch ein bisschen Kassel aufgenommen, habt ihr ja gesehen. Und jetzt sind wir schon in Hamburg. Ja,
vorhin noch ein bisschen den Sonnenaufgang mitgenommen, da kurz vor Bad Fallingbostel. Da kam mir dann auch noch mal die Baustelle da. Oh, die sind auch überall. Auch hinten im Harz. Ne? Ich weiß gar nicht, warum die da schon wieder Baustelle aufmachen. Ob die da die Leitplanke machen oder so. Ich meine, die haben die Straße erst neu gemacht. Warum macht man sowas nicht gleich mit? Begreife ich nicht. Echt nicht. Naja. So, dann habe ich um kurz nach vier eine Nachricht von meinem deutschen Disponenten gekriegt. Ich soll erst nach Rendsburg fahren. Zum TÜV. So. Da ja jetzt Stau ist, dauert das natürlich alles wieder ein bisschen länger. Und wenn ich durch Hamburg durch bin, dann werde ich schon mal versuchen, bei dem TÜV-Menschen anzurufen, gucken, ob ich den rankriege, wie das aussieht zeittechnisch. Dann kann ich nach ungefähr sagen, wann ich in Rendsburg bin. Denn ich soll ja eigentlich noch nach Billund und ausladen. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wie mein Disponent das handhaben will heute. Weil Viertel nach eins ist meine Schichtzeit nämlich auch schon wieder vorbei. Ne? Denn wenn du keine 9er Pausen mehr hast, hast du auch keine 15er Schichtzeiten mehr. Dann heißt das 13er Schichten, 11er Pausen. Ne? Ja, so ist das. Und deswegen wird das alles jetzt noch enger. Weil ich jetzt natürlich durch Hamburg wieder Zeit verliere, ne, bis ich hier durch bin. Weil auf der 261 da oben, da staut sich das auch. Die kommen ja von da oben dann auch noch alle runter. Deswegen ist das wieder richtig schön Verkehr hier. Ja, aber wir werden sehen. Ich werde euch nachher auf jeden Fall berichten, ob ich meinen TÜV geschafft habe heute oder nicht. Ob ich noch nach Billund muss heute oder nicht. Vielleicht fährt ja auch ein Kollege mit meinem Trailer nach Billund, macht den leer, weil laut Nachricht soll ich auch bis 14 Uhr da sein, weil die gehen ja nachher auch irgendwann ins Wochenende. Oder ich fahre Dienstag erst nach Billund und lade Dienstag ab. Kann natürlich auch passieren. Wir werden sehen. Keine Ahnung. So, dann möchte ich kurz noch mal was anschnacken. Matze von Tirol, haben einige von euch sicherlich schon mal in den Kommentaren gelesen. Er ist ja auch LKW-Fahrer, Hamburger Jung, der mit seiner Family in Österreich lebt, so viel ich weiß. Und er fährt ja mit dem Tieflader durch die Gegend, Baumaschinen und sowas hat er drauf. Ich spiele euch auch ganz kurz mal ein Video ein, mache ich auch im Vollbild, könnt ihr mal gucken. So, er hatte mich gefragt, ob ich das mal einblenden kann, habe ich gemacht. Und jetzt dürft ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr da mehr von sehen wollt, von den Videos, weil er, Mats ist am Überlegen, ob er so Videos macht wie ich oder Rollo, ne, so mit Fahrszene, ein bisschen Sappeln und vielleicht auch Lade- oder Abladeszenen zeigt. Ne, kommt ja mal drauf an, ob man denn filmen darf oder nicht. Kamera, so viel ich weiß, hat er schon eine Kamera. Er hat nur noch Probleme mit dem Schneideprogramm, aber da würde ich sagen, das soll Rollo ihn mal zeigen irgendwie. Bei Gelegenheit, weil die beiden haben sich ja öfter schon mal getroffen. Und das Schneideprogramm, was Rollo hat, ist klein, frisst nicht viel Ressourcen und ist wohl auch einfach zu bedienen. Stefan hat das ja auch ganz schnell gelernt mit dem Schneideprogramm, das benutzt er ja jetzt auch. Und es ist kostenlos, kann man sich beim Play Store runterziehen oder auch bei ship.de, kriegst das sicherlich auch. Und ja, schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr da Interesse dran habt, das würde mich mal interessieren. Und Matze interessiert das natürlich auch. Ich habe gesagt, du, fang einfach an zu filmen. Das hat Mölli mir damals auch gesagt, wo ich angefangen bin. Ne? Besorg dir eine Kamera, film und stell's rein und guck, wie es ankommt.
So, und dann kann man sich, wenn es gut läuft, auch irgendwann vielleicht nachher mal eine bessere Kamera holen. So, ne? So, das kann ich dir auch nur mit auf den Weg geben, Matze. Ne? Fang einfach an zu filmen. Bleib einfach du selbst. Ne? Einfach locker, flockig. Ne? Da gewöhnt man sich nachher dran, in eine Kamera reinzuschnacken. Das war für mich zu Anfang auch ungewohnt. Und mittlerweile geht das. Alles okay. Man hat sich dran gewöhnt. Und fang einfach an zu filmen. Mach unter die Fahrt hier ein bisschen Mucke runter. Ne? Und dann lad das einfach hoch und guck, wie es ankommt. Also ich gehe davon aus, dass das gut ankommt, weil es noch nicht so oft so eine Videos gibt. Ne? So, es gibt sicherlich genug LKW-Fahrer, die Videos machen, aber jetzt so gerade mit Tieflader, mit Baumaschinen und sowas. Und gerade das Verladen oder auch Abladen von den Maschinen ist bestimmt ganz interessant. Auch wie die abgesichert werden und. Ne? Und wenn du denn über deinen Job noch ein bisschen was erzählst, wie das so abläuft. Und er ist auch viel in Österreich, Italien, Schweiz, Schweden. Er ist auch hier oben im Norden öfter mal unterwegs. Also er kommt gut rum. Und ist bestimmt auch schön von den Fahrszenen her, schöne Landschaften und sowas. Also, wie gesagt, fang einfach an zu filmen. Ne? Und denn das mit dem Schneideprogramm, das kann Rollo dir verkleckern, denke ich mal. Das solltest du ganz schnell eigentlich auch drauf haben. Und dann bin ich auf dein erstes Video gespannt. Also, ne? Wir hören uns später wieder. Dann kann ich euch auch erzählen, ob ich noch nach Billund muss und ob ich das mit dem TÜV geschafft habe heute. Wir werden sehen. Jetzt heißt das erstmal durch Hamburg quälen und wir sehen uns später wieder. Bis nachher. So, moin Leute. Ja, wir sind jetzt hier bei VTEC, beim TÜV. Und ich werde gleich rangenommen. Er hat jetzt auch einen PKW, den er noch durchzieht. Und dann kommt er hier rüber. LKW steht hier vor der Halle, habt ihr gerade gesehen. Und dann kriege ich komplett neu, weil ich etwas länger schon überzogen habe. Deswegen wird TÜV neu gemacht und SP wird neu gemacht. Zur SP hatte ich ja schon mal bei Iris im Kommentar ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe mich jetzt gerade noch mal schlau gemacht. Ich wollte ihn eigentlich vor die Kamera haben, aber er sagt, er darf es nicht. Er darf es nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, was SP eigentlich so ist und bedeutet. SP ist... SP ist eine... Warte, das ist mein Handy. Ich mache kurz mal Tür zu. Jetzt muss Frau hier warten. Ich rufe gleich zurück. SP ist eine Sonderprüfung. Das heißt... Die Rahmenteile werden geprüft, ne, also so wie hier jetzt auch die Schläuche zum Beispiel, das Ding, alles was hier so rahmentechnisch, hier das Fangmaul, das wird die Sattelplatte, das wird alles geprüft und ja, also er sagte, da kommt immer mehr zu und deswegen konnte er mir auch nicht alles aufzählen, da das ist also ein ganzer Haufen, also auf jeden Fall kein Abgas. Wenn du Sichtbehinderung in der Scheibe hast, das ist alles TÜV-relevant, das gehört zum TÜV und nicht zur SP. SP ist gesagt wie Schläuche und Druckluft und die Sattelplatte, dass das alles vernünftig schließt und so. Das ist in der SP, das wird geprüft. So, und da ich jetzt überzogen habe, wird praktisch alles neu gemacht. Ich kriege neue TÜV-Plakette und ich kriege neue SP-Plakette. Na, der wisst ihr Bescheid. Und SP ist meistens immer hier hinten. Das ist die kleine Plakette hier. Da könnt ihr auch gleich sehen, wie lange ich überzogen habe. Im März hätte ich hingehen sollen. Und ich habe das oft genug angesprochen in der Firma. Und jetzt hat es dann endlich geklappt. So, ich habe jetzt abgesattelt, habt ihr ja gesehen. Ich kriege jetzt einen anderen Trailer, der 2305 leer. Der kommt aus Schweden. Ich habe gesagt zu meinem deutschen Disponenten, der Fahrer soll bitte den Trailer ausfegen, weil der Blumen gefahren hat, dass der ausgefegt ist. Und dann heißt das Montagabend 18 Uhr losfahren, 19 Uhr laden in Witzwort für Rewe Dortmund. Und dann hoffe ich, dass ich mit dem Sprit hinkomme. Ich bin unter halb voll. Und ja, gut, das soll es auch gewesen sein. Denn hoffe ich, das Video hat euch trotzdem einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nein, Daumen nach unten, ihr kennt das Spiel. Und schreibt fleißig in die Kommentare auch nochmal das, was Matze angeht, ne? Ob ihr da Interesse dran habt.
Und wer noch nicht abonniert hat, gerne auf den Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, ein schönes Pfingstwochenende und wir hören und sehen uns, denke ich mal, Montagabend wieder oder erst am Dienstag. Ich muss mal gucken, ne? Weil Dortmund habe ich ja schon oft genug gehabt. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mille, bis nächste Woche. Ciao, ciao.